Nerds! What is a nerd? So, überleg dir mal hier eine Moderation. Ich meine, die Leute haben dich lange nicht mehr gehört. Du bist so ekelhaft. Bah, da kommt ja was mit. Nee, das ist ja das Gruselige, das ist ja gar kein richtiges Rülpsen. Ich kann nämlich nicht rülpsen. Du rülpst den Wal. Ja, das ist so ein Glucker. Das ist ganz gruselig. Ja, wie so ein Wal, so Ultraschall und irgendwie Hunde auf der Straße fangen an zu jaulen, wenn du rülpst. Ich glaube, das ist halt so tief, oder? Ist das nicht eine hohe Frequenz? Man weiß es nicht, vielleicht mixst du das. Man weiß, was in dir steckt. Lass es raus, alles raus, das kann lieber nicht. Yes, I consider myself a nerd. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge der Nerds Comic Video Review Show mit ausnahmsweise mal mir, also wenn wir es zusammen machen, immer mit mir, aber in letzter Zeit habe ich mich ja rar gemacht. Das ist übrigens der Malte, falls ihr nicht mehr erkennen solltet. Und diesem anderen Menschen. Ich bin der Celi, immer noch. Ja. Wir reviewen Comics, ne? Ja. Mal wieder. Kommen wir zur ersten Review und witzigerweise habe ich ja quasi im Intro, wer das nicht übersprungen hat, also die eine Person oder so wahrscheinlich meine Mutter, die tatsächlich regelmäßig, wenn ich zu lange nicht da war und sie mich vermissen, diese Videos, so traurig ist bei mir. Hallo Maltes Mutter. So traurig ist das. Habe ja eben noch gesagt, dass ich eigentlich viel zu viele Comics habe, ne? Und gar nicht hinterherkomme, die alle zu lesen. Da war ich nur dummerweise plötzlich online und las von diesem tollen Heft, oder ist es eher ein Trade, ist es auch eine Original Graphic Novel, also es ist nicht vorher im Heftformat erschienen, so wie ich das verstanden habe. Las davon, Virgil heißt sie, und habe sie bestellt. Sie ist zu mir geliefert gekommen. Worden per Fair sein. Ja, und dann habe ich sie sofort weggelesen und fand es richtig gut. Und worum geht das Ganze? Also vielleicht erstmal noch zum Kreativteam und zum Verlag. Es ist erschienen bei Image. Der Autor ist, jetzt will ich sein, Steve Orlando und der Zeichner ist J.D. Faith. Und das Ganze kostet schmale 10 US-Dollar, was quasi gerade 10 Euro sind, aber bei Amazon oder Ähnlichem wahrscheinlich so für um die 8, 9... Jetzt interessiert es mich, weil es so günstig ist. Euro zu kriegen, so. Worum geht das Ganze? Man kann das an dem Cover in gewissen Sachen schon erkennen. Es geht anscheinend, es wird rumgeballert, weil hier blutet einer. Und es spielt auf Jamaika, weil man sieht die Fahnen im Hintergrund. Das ganze Genre nennt sich, also das glaube ich da extra für erfundene Genre, nennt sich quasi Queersploitation, also ein Wortspiel aus queer, okay, also schwul oder homosexuell, und ja, Exploitation, wie man das ja noch so aus den, ja, so, wer kennt sie Filme, das Chef, Jackie Brown und so. Und das ausgerechnet auf Jamaika, das ist ja schwierig. Das ist ja eben der Clou, also die Handlung, erstmal so die reine Handlung ist, es gibt halt einen Polizisten, der heißt Virgil, daher der Titel, und der ist halt, lebt halt auf Jamaika, ist Polizist auf Jamaika, und wer das nicht weiß, Jamaika ist so traurigerweise eins der homophobsten Länder, die wir irgendwie noch haben. Was leider auch so ein bisschen in die Musikszene übergeht. Deswegen man leider oft, ich will jetzt nicht diese ganzen Musikgenre unrecht tun, aber mal leider auch immer wieder Reggae oder andersartige Jamaika-Musikkünstler findet, die eben diesen... Die sich da negativ hervortun. Genau, und ja, dieser Polizist ist jetzt halt schwul. Und natürlich nicht offen schwul, weil das auf Jamaika leider mal dazu führt, dass man von einem Baum baumelt. Und führt jetzt halt dann halt heimlich eine Beziehung. Also er hat halt so eine Maskerade nach vorne mit so seinem besten Polizeibuddy. Und die gehen immer schön, die zocken immer die kleinen Gangster ab, nehmen denen das Geld weg und gehen danach gemeinsam noch schön in den Puff. Und dann muss das natürlich quasi relativ schnell, geht das in die Binsen, weil der hat halt einen Freund. Und irgendwer findet sein Handy, liest da drin eine Nachricht von dem, findet halt raus, dass der schwul ist, stürmen quasi das Haus von ihm und ein paar Freunden, wo sie quasi gerade sich treffen und halt in der Erwartung waren, dass sie da in Sicherheit sind, und bringen die vermeintlich alle um. Dummerweise ist dem nicht so, also weil dieser Virgil, der überlebt das Ganze schwer verletzt hier am Strand. Und begibt sich, und das ist im Prinzip jetzt auch der Rest der Handlung, auf einen sehr blutigen Rachefeldzug. Mhm. Man muss das Ganze, also das ist jetzt relativ, wie gesagt, dann geht das relativ wortwörtlich Schlag auf Schlag und Schuss auf Schuss weiter. Es gibt immer ein paar Flashback-Sequenzen, wie er seinen Freund kennengelernt hat. Der hat das Ganze überlebt und ist entführt worden. Also man hat so klassisch, den muss er natürlich retten und kämpft sich dann halt quasi dadurch durch die Stadt. Man muss das Ganze natürlich in dem Rahmen sehen, in welchem Genre es erschaffen worden ist. Das ist jetzt halt im
Gedanken dieser Exploitation-Filme. Das heißt, das hat jetzt keine tiefergehende Handlung, das ist auch nicht sonderlich realistisch, sondern man hat jetzt einen wütenden Mann, der sich da durch die Gegend ballert. Aber man muss halt sagen, abgesehen mal von dem Setting, was ja sehr interessant ist, um den Ganzen so ein bisschen neue Frische zu geben sozusagen, ist es ja auch so ein klassische, ich muss halt sagen, Cop-Detektiv-Story, dieses, was man auch irgendwie aus den, lass halt sagen, 30er Jahren irgendwo kennt, diese Dance in the Stress. Genau. In dem Sinne sehr klassisch. Hört sich und mich uninteressant ich an. Finde der Film, also das ist super. Du hast halt diese klassische Handlung und dadurch natürlich bricht er mit allen Klischees, die ja immer noch über Schule vorherrschen. Ne? Also das ist halt so Weicheier, also, ne? Weicheier sind oder die so nicht tough sind. Manche sind es. Nicht tough sind und so. Aber wir sind es auch. Und da wird das halt, da bricht das natürlich so schön mit und ist natürlich auch so eine, auch wenn ich jetzt generell kein Freund von Gewalt bin, so eine Genugtuung, dass der da halt so ein paar homophobe Gangster und homophobe Cops platt macht. Das Ganze ist ganz cool gezeichnet, also in einem Stil, der auf jeden Fall comichaft genug ist, um diese ganze Gewalt nicht zu unappetitlich zu machen. Was Vergleichbares? Zeichentechnisch. Das Ganze der sieht ist ja so sehr fast bunt. Sehr, sehr 80er aus. Ne? Ist nicht so ein moderner Stil. Nö, also aber absichtlich unmodern. Schöne Kolorierung, die Flashbacks so hervorheben. Und die Seite. Gleichzeitig, auch wenn es natürlich teilweise ein bisschen trashig ist, thematisiert das halt eine Problematik, die ich finde, in unserer Gesellschaft halt gerade definitiv noch thematisiert werden muss und behandelt die halt mal auf eine Art und Weise, die vielleicht nicht 100% ernsthaftig ist, aber gerade dadurch das Ganze definitiv interessant macht und indem man sowas normalisiert. Einfach eine normale Geschichte erzählt mit normalen Menschen. Punkt. Also ich muss so gestehen, wenn das jetzt eine Story, wenn man jetzt das homosexuelle Pärchen durch ein heterosexuelles Pärchen ersetzen würde, fände ich die Story vermutlich tendenziell nicht total schlecht gefunden, aber dann wäre das halt ein bisschen Standardkost gewesen. Dadurch, dass das aber eine Thematik und vor allem mit dem Setting auf Jamaika, was auch realitätsnah ist, eine wirkliche Missstand, wie das ja im Prinzip bei dieser Exploitation, Exploitation-Genre auch war, dem Rassismus Schwarzen gegenüber. Hat der junge Mann jetzt seine laufende Serie oder war es ein One-Shot? Wie ist das angelegt? Das ist abgeschlossen, das ist diese Graphic Novel, damit war es. Aber man könnte fast vermuten, wenn sich das irgendwie ein bisschen besser verkaufen würde, könnte das ja auch fortlaufen. Tendenziell, witzig, dass du das sagst, dieser Steve Orlando ist gerade aktuell Autor von einer DC-Serie, Midnighter. Mhm. Das ist eine Figur aus dem Wildstorm-Universum. Ich glaube tatsächlich aktuell der einzige schwule Hauptcharakter in einer Superhelden-Serie. Also da hat jetzt zumindest die eine leicht thematische Überschneidung. Obwohl ich da sagen muss, da ist mir so eine Verarbeitung halt lieber. Ist mir lieber, wobei ich die Midnighter-Serie zwar nicht gelesen habe, aber die sehr gute Kritiken kriegt eben auch für den Umgang mit eben dann oder der Einarbeitung dieser Thematik. Wir halten unsere Sternebewertung vor, wie sieht es aus? dann hätte ich dem Ganzen echt 4 von 5 gegeben. Einfach weil es erfrischendes Surrounding ist, aber erstens erfrischend ist, weil es zweitens aber erfrischend hört sich jetzt nur so lustig an. Ich finde das auch schon, wie gesagt, ich fand das interessant, diese Thematik verarbeitet zu lesen so. Vor allem eben in so einer Art und Weise, jetzt nicht als Drama, als realistisches Drama, sondern eben so als überspitzte Gewaltorgie irgendwie. Aber halt mal mit einer bisschen interessanteren Legitimation der Gewalt als nur, die haben Drogen verkauft oder so. Dazu haben mir die Zeichnungen echt gut gefallen. Kann man nicht viel mehr sagen. Mein Gott, ist kaputt gegangen. Hui. Jetzt sieht's denn die Hose aus. Ich habe noch Wäscheleine. Ja, alles gut. So, wir kommen zu einer Premiere. Und zwar ist das erste Mal, dass jemand den Comic eines anderen reviewt. Es ist so, Maltes Sammlung ist so ausgeufert und so außer Kontrolle geraten. Und dieser Berg an Comics, den er hat, der ist so groß, dass ich mittlerweile unbemerkt vor mir die Comics lese. Unbemerkt das aus diesem Stapel nehmen kann, ohne dass er wahrscheinlich weiß. Malte hat eben auch noch zu mir gesagt, er weiß gar nicht, wie viele seiner Comics im Umlaufen bei fremden Menschen sind. Das ist, Malte, das ist keine Aufforderung, mir die nicht wiederzugeben. Vielleicht machst du dir mal so ein kleines Büchlein und tust mal ein Buch drüber. Das kann man auch online, es gibt bestimmt Apps dazu. Zu dem Comic, den ich jetzt review, den Malte wahrscheinlich nur mal überflogen hat, aber nicht gelesen hat, das ist Palästina. Hat mich sehr interessiert, weil
Ja, das ist einer dieser Comics, die in der Bahnhofsbuch eben wirklich in diesem Graphic-Novel-Bereich liegen. Von der Süddeutschen, ne? Ja, unter anderem. Und der Joe Sacco ist ja momentan auch so ein, fällt mir schwer zu sagen, Independent-Darling, aber halt einer von diesen Polit-Comics, der sehr, sehr hoch viel zusammen sind. Mit unserem Freund. Ja, genau. Geil. Wo es eben zugeht. Aber er ist ein bisschen anders als Geile Lyle. Und zwar ist es ernsthafter, obwohl die Art von Zeichnungen sehr, darf ich sagen, crumbesque sind. Habe ich das jetzt geprägt, das Wort? Crumbesque? Bestimmt hast du das nicht geprägt, aber nee. Ich gebe dir inhaltlich trotzdem recht. Aber trotzdem ist es so ein bisschen ernster angesetzt. Und es gibt sehr viele interessante Comics vom Titel her, die mich wirklich sehr, sehr interessieren. Der hat nichts ausgelassen. Hier in dem Fall ist es Palästina. Das hat mir der Malte eben, wie gesagt, zur Verfügung gestellt. Aber der hat noch aus weiteren... ja, Krisengebieten oder auch abgesehen davon mit auch Beschäftigung mit Religion einiges auf die Beine gestellt. Ja, auf jeden Fall. Und ich wollte schon ewig mal reinlesen. Und ich sag's euch gleich, ich war ein bisschen enttäuscht hiervon. Ich werde es nicht aufgeben, aber ich kann es auch auf den Punkt bringen. Also wie gesagt... als ob irgendwann jemals eine Review auf den Punkt gebracht hat. Du hast vollkommen recht. Grob beschrieben, Palästina, was soll ich großartig sagen? Ich könnte hier das Backcover durchlesen. Es geht halt um den Nahostkonflikt. Und der Autor beleuchtet dann halt die jeweilige Position. Das Problem, was ich im Endeffekt mit dem Buch habe, dass der Autor eben keinerlei Position bezieht. Und was, das kann man so sehen und so sehen, das ist eine Geschmackssache, mich holt es nicht ab. Ich brauche einen Grund, wieso mache ich ein Buch? Also er zeigt die eine Seite, zeigt die andere Seite, lullert da so hin. Glaube ich, der andere Anspruch zum Beispiel zu Guy Delisle, ne? Der ja so eine persönliche Herangehensweise hat, so nach dem Motto, ich war da, ich beschreibe, wie ich das erlebt habe, und dann hat das natürlich so einen subjektiven Touch. Das ist, glaube ich, halt tatsächlich eher so der versucht, das so ein bisschen objektiv einfach die Tatsachen wiederzugeben, weswegen da halt eben nicht das dir vielleicht so ein bisschen diese persönliche Note... Es ist halt mein Problem ist damit... Wenn du Berichte... Aber wenn du unpersönlich sein willst, wenn du keine Stellung beziehen willst, in welche Richtung soll das gehen? Ich beleuchte einfach eine gewisse Lebenssituation, die jedem klar sein sollte. Es sollte jedem klar sein, eine Seite beschuldigt die andere. Gut, aber das ist... wie auch immer. Da machst du jetzt, glaube ich, dann den Fehler, das zu sagen, das sollte jedem klar sein, das ist halt ein Bericht über, über ein Krisengebiet, eine Region und... soll halt da die Situation darstellen. Wenn dir die Situation natürlich längst geläufig ist, ist das vielleicht so ein bisschen aber ehrlich gesagt, wenn ich nicht informiert bin, glaube ich, reife ich nicht so ein Themengebiet. Ich werde mich nicht darauf interessieren. Vielleicht hast du mal ein bisschen was darüber gelesen, aber erwartest dir da, also ich glaube, das ist halt einfach ein Bericht. Was klopft denn da? Ich weiß es nicht, wie unangenehm. Hier ist irgendwie ein Fenster, Entschuldigung. Vielleicht ist das vielleicht ist dann dein Problem eher, dass dir der es ist wie jetzt, du würdest ja einem Reportageroman nicht vorwerfen, dass es kein Science-Fiction, also, oder einem Bericht nicht vorwerfen, dass es kein Roman ist. So. Ist das vielleicht ein bisschen das Problem? Deine Begründung, die holt mich jetzt nicht ab. Also ich muss halt sagen, das ist so meine Herangehensweise. Ich werfe es dem diesem Buch halt wirklich vor, eben keine Stellung zu beziehen, beziehungsweise abgesehen von der Stellungnahme. Es bleibt das Buch beliebig. Es hat keinen vernünftigen Anfang, es hat kein Ende. Ich sehe fast keinen Grund, das zu lesen, mal abgesehen von den sehr netten Zeichnungen. Also die sind wirklich sehr detailliert, wirklich schön dieser Indie-Stil von Crump, wie gesagt, kopiert. Das Einzige, was man halt sagen kann, die Gesichter bleiben maskenhaft. Und was weiterhin für mich auch so eine, wie soll ich sagen, Identifikation verhindert oder... Ich weiß nicht, wie bewusst das gemacht ist. Da muss ich dir vielleicht recht geben, in dem Sinne, es ist eben eine einfache Geschmacksfrage. Das riskiert der Autor vielleicht. Vielleicht muss man es anerkennen, dass der Autor halt riskiert. Ich möchte objektiv bleiben, das ist so meine Herangehensweise, aber dann muss er damit rechnen, dass so ein Dödel wie ich daherkommt und sagt, das hat für mich keinen Wert. Ich erkenne, abgesehen von der Objektivität, kein Ziel, den dieses Buch oder diese Graphic Novel in dem Moment verfolgt. Und dann hast du hier die Darstellung des Autors. Wenn ich etwas unpersönlich halten will, wieso begebe ich mich als eine Person darunter? Wieso hat der Autor zum Beispiel nicht durch andere Kunstgriffe versucht, die Situation darzustellen? Vielleicht mit verschiedenen Personen, die dann realistischerweise in diese Situation hereingeraten könnten. Also das, muss ich sagen, fand ich hier nicht gut gelöst. Ist nicht so, dass ich jetzt den Joe Sacco jetzt aufgeben würde. Also die anderen Sachen, aber ich glaube, dir werden die anderen Sachen auch nicht gefallen, wenn der Mann halt die Herangehensweise hat, eine Comic, steht es hinten drauf, ne? Wichtigster Vertreter der Comic-Reportage, das ist halt eine Reportage, ne? Der ja, wird dir dann auch in anderen Krisengebieten oder anderen
uns vielleicht etwas fremden Regionen quasi mit einem gleichen Herangehensweise begegnen, oder? Das weiß ich nicht. Eine Reportage schließt ja nicht eine Leitung oder das Beleuchten einer Situation aus. Und das finde ich hat mir hier nicht gelungen. Also ich weiß nicht, ob er die Seiten negativ darstellen will, positiv darstellen, was auch immer. Es ist halt klar, dass da irgendwelche Opfer sind und Collateral Damage, wie es so schön heißt und so weiter und so fort. Das, muss ich sagen, war fand ich mich eben nicht abgeholt. Das kann man so sehen. Es gibt halt Leute, die... Ich habe es leider nicht gelesen. So, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob ich es gut oder schlecht finde. So herangehen, es gibt halt... Diese Situationen werden beleuchtet, auch durchaus realistisch, wie man sieht. Sehr dialoglastig auch teilweise. Aber das ist vielleicht so ein Resümee, was ich ziehen kann. Er ist halt sehr... hat ein ambitioniertes Projekt, das in einer Art von Graphic Novel darzustellen. Also in dieser Reportagenfunktion. Ja. Aber vielleicht ist es zu ambitioniert. Vielleicht übersteigt das einfach die Möglichkeiten einer Graphic Novel, das meine ich jetzt wirklich ernsthaft, so eine Reportage darzustellen. Vielleicht sind dann Filmaufnahmen glücklicher, vielleicht ist dann halt wirklich so eine Abhandlung in den Buch- und Stichwort irgendwie glücklicher. Das fand ich so ein bisschen, wie du hier siehst, oder auch hier erkennen kannst, sehr, sehr, sehr viel Text. Und dann weiß ich halt nicht, ob das Medium halt schafft, das zu transportieren, weil so charakteristisch sind zum Beispiel die Gesichter nicht. Wenn du hier siehst, das hat eine ausnehmende Detailverliebtheit, die Hintergründe sind sehr detailverliebt, das ist künstlerisch sehr, sehr detailliert gestaltet, aber das finde ich, ob bewusst oder unbewusst, das hört irgendwie bei der Darstellung dieser Gesichter auf, die eben sehr, sehr maskenhaft sind. Im Endeffekt, der Einwand von Malte ist gerechtfertigt. Ich glaube, jeder wird subjektiv zu einem Schluss kommen, wenn er das mal gelesen hat. Persönlich, ich vermisse es, ich brauche es, ich brauche eine Stellungnahme, ich brauche den Mut der Stellungnahme. Ich halte eine Objektivität nicht für mutig oder auch nicht für, weiß ich nicht, für entsprechend wertvoll an der Stelle, so wie das aufgebaut ist. Deswegen gebe ich dem Ganzen hier eine 2 von 5. Also, mein zweites Heft, das ich, oder Band, den ich reviewen werde, ist dieser, Mind Management, oder hier immer so schön abgekürzt, Mind MGMT, von Matt Kind, eine Serie, an der ich im Prinzip auch echt ordentlich hinterher kann, weil mittlerweile ist sie, glaube ich, beendet. Und wurde seit Jahren quasi hoch gelobt. Ist mir in die Hände gefallen bei meinem letzten London-Trip. Was nicht derselbe London-Trip ist, über den wir schon mal geredet haben. Ich war nochmal in London und war natürlich auch nochmal in einem Comic-Shop und habe dieses Hardcover im Sale-Bereich ergattert und war sehr angetan. Nicht nur von den so sehr schönen Zeichnungen von Matt Kind, obwohl das Dargestellte teilweise ganz schön ordentlich brutal ist. Mir gefällt unglaublich, also ich mag diesen Rand, der da drum bleibt, wie wenn das, also wie quasi auf dem Zeichenpapier, auf dem der Comiczeichner zeichnet. Ich mag die, so Wasserfarben, Buntstift, Kolorierung, die sehr natürlich aussieht und nicht so, halt überhaupt nicht nach digitaler Kolorierung aussieht, auch wenn es vielleicht sogar trotzdem digital koloriert ist, es sieht aber zumindest nicht so aus. Also da mag ich den Kontrast von quasi brutaler Agentenstory mit übernatürlichem Einschlag zu diesen Zeichnungen halt, also weil das so einen gewissen Bruch darstellt und dem Ganzen halt so einen ganz eigenen Charakter verleiht. Worum geht es denn im Groben und Ganzen? Im Groben und Ganzen geht es allerdings darum, es gibt eine Reporterin, die, eine Buchautorin, die hat ihren ersten Buchknüller geschrieben und kommt jetzt seit Jahren nicht dazu, irgendwie weiterzuarbeiten. Und der Agent macht schon Druck und sie ist langsam pleite. Und dann Schreibblockade und was noch, was man noch so haben kann. Und dann erfährt, gibt es quasi, also in dieser Welt ist das so ein ganz großes Ereignis gewesen, es gab einen Flug, alle Leute auf dem Flug können sich plötzlich an nichts mehr erinnern. So. Und sie beschließt sich halt... an wie so ein Stephen King-Roman. Genau, und sie beschließt quasi in dem Bereich zu ermitteln und stößt dann immer weiter vor, dann plötzlich wird sie von verschiedenen Agentengruppen verfolgt und sie fühlt sich halt bedroht und im Prinzip führt das dazu, dass sie einen Mann aufstöbert, der ihr dann offenbart, dass es quasi so eine übernatürliche Kampfeinheit gibt, der er angehört hat und die auf verschiedene Art und Weise halt
übernatürliche Kräfte haben. Es gibt Leute, die lassen sich nicht wirklich töten, die können ihre Wunden wieder heilen. Und er war halt einer oder einer der größten Player oder Agenten in dieser Organisation. Mhm. Erzählt dann, wie er diese Schule durchgemacht und seine Fähigkeit ist halt quasi telepathisch, um ihn rum die Welt zu beeinflussen. So. Und er wurde dann eingesetzt, um gewisse Kriege zu verhindern oder eben anzuzetteln etc. Und das hat, was ihn dann halt irgendwie wahnsinnig werden lassen, ist, dadurch, dass er quasi allen Leuten, dass alle Leute immer ihm geholfen haben, konnte und unter seinem Einfluss, den er teilweise auch indirekt hat, immer freundlich zu ihm waren, also er musste ja kein Trinkgeld mehr beim Hotelpagen geben und so, er dann irgendwann seine ganze Existenz und vor allem die Beziehung zu seiner Frau und seinen Kindern halt angezweifelt hat, weil er halt sich nicht mehr sicher sein konnte, ob es nun mit einem ehrlichen Grund der Emotionen genau, sind, hat er oder jetzt diese seine Partnerin hat er quasi in dieser Akademie kennengelernt, so hat er die jetzt, genau, ist das ins ehrliche Gefühle oder hat er die im Prinzip alle nur dazu gebracht? Und das Ganze geht dann halt, er erzählt dann halt über so verschiedene ja, Rekruten dieser Schule und ja, am Ende endet, ich muss ganz ehrlich gestehen, so gerade das ganz konkrete Ende, weil also die Serie ist damit nicht zu Ende, das geht halt weiter, das sind die ersten 6 Hefte und ich glaube, die Serie hatte mindestens 30 davon oder so. Also auf jeden Fall wird die erste Bedrohung wird halt natürlich abgewehrt und ja, aber es haben hier die, man sieht das halt, ich spoiler natürlich jetzt hier, so diese Agenten unten, die haben dann die Attacke überlebt und machen sich halt quasi wieder auf die Jagd nach denen. Ja, also wie gesagt, ich hatte das ja, wie gesagt, eingangs schon gesagt, was ich alles toll fand. Also ich fand die Handlung gut, ich fand die interessant. Also ja, eine, klar, es ist eine Agentenstory, aber mit einem gewissen Twist. Und dazu... Und ein Bruch im Artwork, also ein Artwork, das man überhaupt nicht erwarten würde bei so einer Geschichte. Also genau, wenn mir jetzt einer gesagt hätte, so, ey, da schreibt einer eine Agentengeschichte, wo es Telepathen gibt und die sich über die ganze Welt jagen und wo dann Sniper irgendwie rumschießen und so, dann hätte ich halt eher so ein klassisches US-Comic... Photoshop und Ende rudimentär ja, vorgezeichnet. So negativ jetzt gar nicht mal. Also es könnten ja auch gute Zeichnungen sein oder Zeichnungen, die mir gefallen, ja, aber halt eher den klassischen amerikanischen Stil halt irgendwie zu haben. Und das ist nicht erwähnenswert, ist auch Matt Kent ist Zeichner und Autor in einer Person. Was ich ja auch immer schön finde, wie bei Jeff Lemire, der einen ähnlichen Stil pflegt, der Essex County gemacht hat und so. Ich finde, dass man merkt dann sehr oft, wenn das die eigene Idee des Zeichner ist, der die dann halt auch direkt umsetzen kann, dass man oft merkt, dass das sehr Hand in Hand geht. Fand ich also sehr, sehr positiv, war positiv davon überrascht und werde auf jeden Fall weiterlesen, wie sich diese ganze Geschichte halt irgendwie entwickelt. Ich würde auch hier, ich bin in Geberlaune. Ich würde dem schon 4 von 5 geben, okay. Weil ja, einfach wegen dem Gesamten. Also die Handlung war schon intelligent und gut. Wird dann durch das Artwork und eben diesen Kontrast in das Artwork bildet, so auf eine Stufe höher gehoben, als es vielleicht nur die Handlung jetzt bei mir erstmal zugelassen hätte. Man muss natürlich erwarten, wie entwickelt sich das hier natürlich. Das ist jetzt der Anfang. Der Stein ist jetzt quasi ins Rollen gebracht. Diese Welt wurde einem eröffnet. Man hat jetzt quasi so mitgekriegt, wer macht da sowas. Und jetzt geht's halt quasi so richtig los. Aber wie gesagt, sehr, sehr gut. Wer wie ich die Serie halt quasi bis jetzt nicht gelesen hat, auf Deutsch ist sie... Weiß ich gar nicht, ob sie auf Deutsch erschienen ist, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall mal reinzulesen. Es gibt zum Beispiel das allererste Heft, also das US-Heft, schon in diesem Dark Horse für $1 Tryout-Format, wenn man dann möchte. Sehr gut. Jetzt muss ich aber einen Blick auf die Uhr werfen, jetzt muss ich hier schnell durchpeitschen. Warum? Die Sendung muss jetzt geschlossen werden, wir haben nicht mehr für Akku. So, ja, sei bei mir, los, bereit. So. Ich war nicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist, irgendwas mit Star Wars zu machen, bevor der Film anfängt. Und zwar haben wir dieser Idee auch dieses Werk hier zu verdanken. Jeder, der irgendwie mal langfristig unsere Sendung verfolgt oder geguckt hat, weiß, dass ich einer der wenigen Leute bin, die eben die Ewoks lieben. Heiß und ähnlich. Also, die sind so süß, diese kleinen Bärchen. Ist das so, dass man die nicht mag? Ja, die meisten mögen die nicht. Das sind so quasi die Jar Jar Binks der ursprünglichen Trilogie, muss man dazu sagen. Ich mag die. Aber ich habe die Ewoks schon immer gemocht. Ich mochte das schlimmer, wenn die den Läufer mit den 2 Baumstämmen kaputt machen. Ne? Ja, wobei ich es auch schon immer schwachsinnig fand, dass man also Stormtrooper haben eine Panzerung an. Mhm. Und dann wirft man den Stein vor den Kopf und die sind tot. Das ist Magie. Die sind magisch begabt, die Ewoks. Ich will den Ewoks nicht schlecht, denn ich bin ein großer Ewok-Fan, aber das war schon immer schwachsinnig. So, aber diesen ganzen Hype, der da hier aufkommt, langsam haben wir zu danken, dass auch viele Spin-Offs wieder hier vorkommen. Sonst wäre, glaube ich, keiner auf die Idee gekommen, noch ein Ewok-Comic zu veröffentlichen.
Ich finde es ungeachtet dessen verwunderlich, dass einer auf die Idee kommt, einen EVE-Comic zu veröffentlichen. Wer jetzt genau die Zieladresse oder so sind, also naja, es geht hier in dieser Legend-Serie genau. wahrscheinlich drüber alles rauszuholen, was es so gibt. Naja, und so Facts haben, also das ist immer so bei so Serien, ne? Du sagst Star Wars Legends und die ersten vier Stories, die du hast, sind wahrscheinlich auch wirklich so legendäre Star Wars Comics und dann musst du anfangen, dir was aus dem Arsch zu ziehen. Man weiß es nicht. Also ich halte es mal rein, es sind nette Zeichnungen. Bisschen cartooniger, aber anständig gemacht, muss ich sagen. Also nichts, wo ich sagen würde, hey, es fällt mir negativ auf. Der ein oder andere Ansatz ist ein bisschen lazy, was die Hintergründe und so anbelangt. Aber es ist eben cartoony und ich glaube angemessen, was die Evox anbelangt. Ist so ein Mix, obwohl, was heißt hier, ist ein Mix? Das Ende geht quasi schon auf die Star Wars Saga über. Deswegen findet man dann, wird das Legends-mäßig aufgefangen. So viel sei gesagt, so viel kann ich spoilern, weil jeder die Filme gesehen hat. No. Das Ende ist quasi da, wo der kleine Wicket Leia da trifft. In ihrem Endo-Outfit. Also es geht quasi fließender Übergang zu... Und davor haben wir eine vollkommen unzusammenhängende Geschichte, die sich weniger an dem Film orientiert, sondern an der... seinerzeit eine Zeichentrickserie, die gab es zu meiner Zeit, das war so parallel zu Muppet Baby, auch eine Evox Zeichentrickserie, wir sind die Evox, jeder kennt uns und hat uns lieb, hat es glaube ich auch auf 2 oder 3 Staffeln geschafft, aber es war halt so eine Serie, die dann halt auf ungeklärte Art und Weise dann Magie in die Geschichte mit reingebracht hat und dann fragt man sich, wieso haben die kleinen Bärchen nicht gezaubert, als sie in den Filmen drin waren oder haben die, das sind so Fan-Theorien. Also das Episode 1 Problem. Ja, ist die Macht eigentlich diese Magie, die die Ewoks beherrschen und es ist halt eine vergnügliche Episode, in der die Ewoks den negativen Kräften ihres Planeten, das sind Hexen oder hier diese, ich weiß gar nicht, wie die anderen bösen Wesen heißen, die mit auf dem Planeten leben, denen sind die halt gegenübergestellt und zum Großen und Ganzen stehen die halt noch irgendwie den imperialen Armee gegenüber und da möchte ich gar nicht so detailliert eingehen, wer das wissen will, der greift hier zu. Ich möchte halt nur sagen, das Heft kostet 10 Euro. Das wäre so etwas, was wir hier vor uns finden haben, dass man in den 80er Jahren für 3,20 Mark verkauft hätte in einem halb so dicken Heft. Aber das hätte, muss ich sagen, wirklich gereicht, um den Inhalt hier wiederzugeben. Ich möchte es nicht schlechter machen, als es ist. Die Zeichnungen waren cartoony, solide, sprechen aber weder deutlich kleinere Interessenten an, weder noch größere Interessenten. Ich habe da so ein bisschen hier Nostalgie, das sind die Evox und hast du nicht gesehen. Aber es ist so eine aufgeblasene Geschichte, die man viel schneller hätte abhandeln können. Vielleicht so eine Kurzgeschichte. Das, was hier drin ist, hätte man... ich weiß nicht, wie das aktuelle Star Wars Heft aufgebaut ist. Der Malte hat ja seinerzeit schon die ersten Hefte gereviewt. Kann mir gut vorstellen, dass die wieder 2 Ausgaben in ein Heft passen. Früher, bis zu dieser Neuauflage der Star Wars Comics, war es ja so, dass die halt eine Hauptstory hatten und hinten dann noch was angehängt haben. Und das, was hier drin ist, das hätte man sehr gut... einfach als Zeit-Story hätte laufen lassen können, vielleicht über 2 Bände von mir aus. Ich finde halt die Art der Veröffentlichung dem Ganzen halt nichts angemessen. Ja, also in alter Form ist das, taugt das dann halt nicht so. Und gibt es einen Ewok Jedi? Nicht, dass ich wüsste. Extended Universe? Kann das einer Jana beantworten? Gibt's einen es Ewok gibt Jedi? Teilweise so im Extended Universe gibt es so Kurzgeschichte, ich glaube im Palast der dunklen Sonne und so, da gibt es teilweise Droiden. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst mit R2-D2 bei den Jawas, wo dieser R2-D5, dieser orangen Droide, dann irgendwie kurz vorher abgedeckt ist. Ja. Und da gibt es so eine in einer Kurzgeschichtensammlung so eine Idee, die sich darum rankt, dass dieser Droide eben Jedi-Fähigkeiten hat. Also wenn der das hat, dann können auch die haben doch auch irgendwie jetzt den ganzen das Extended Universe jetzt wieder eingestampft und so einen neuen Kanon. Ja, aber das mit ist den halt, neuen Comics und den neuen Filmen. Aber das ist halt alter Wein in neuen Schläuchen. Es wird halt wieder so laufen wie alte Serie. Man hat hier diesen parallelen Anfang. Man reibt die klassische Serie auf, erzählt das so lange, bis die Filme kommen und irgendwann gehen einem die Ideen aus und dann kommt wieder das Extended Universe. Also ich glaube, die Veröffentlichung wird genauso laufen, ja, wie die alten Comics irgendwie sind. Abgesehen was davon, auch nicht schlecht sein. Der Meinung bin, das muss nicht schlecht sein. Kein Reboot und so nimmt einem ja die alten Geschichten, wenn man die genau, gut findet. Genau, das ist es. Also. Zu dem Comic hier. Ich möchte es nicht ganz verreißen. 10 Euro sind jetzt nicht wenig. Ich gebe dem Ganzen mal eine 3. Es ist halt lustig. Wenn ich mal über einen Flohmarkt laufen würde und da haben die das oder in der Remittentenkiste oder bei Amazon, wenn du das irgendwie günstig schießen kannst, 10 Euro habe ich so ein bisschen jetzt mir mehr erwartet. Du hast das jetzt tatsächlich zum Vollpreis gekauft. Das habe ich jetzt diesmal ausnahmsweise gemacht.
Weil ja, ich habe blöderweise von ein paar Wochen oder Monaten, hätte ich jetzt fast gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, wann ich das jetzt im Endeffekt gekauft habe, habe ich mir die Panini-Review mal mitgenommen aus Langeweile am Bahnhof und da wurde das angekündigt und dann habe ich mir das ausgeschnitten und da aufgehängt, weil ich unbedingt das Evo-Comic haben wollte. Aber ich habe manchmal komische Gelüste, ich habe mir auch die ganzen Angry Birds-Comics gekauft. Manchmal passiert das. Das wird jetzt verfilmt. Traurig. So traurig wie der Abschied. Jetzt folgen wird. Der nicht so lange ist, Freunde. Macht euch wahrscheinlich. Sinn. Wir kommen wieder, keine Frage. In irgendeiner Form werden wir wieder auftauchen. Vielleicht dauert es diesmal wirklich nicht so lange. Wir versprechen es zwar immer wieder, aber dann... Wir nehmen es uns ja auch immer wieder vor. Ja. Und aber das Leben kommt uns in die Ja, Welt. Aber solange wir dran glauben und ihr an uns glaubt, so wird die Sache hier weitergehen. Kommentiert den Schwachsinn, den wir hier hinterlassen haben. Jetzt übertragt das Ganze, was wir hier zum Ende machen, bitte nicht auf die ganze Sendung, sondern sagt, was ihr über die Comics denkt und so weiter. Ich will wissen, ob es einen scheiß Ewok-Jedi gibt. Okay, und zum Beispiel das hier, was ihr auf dem Herzen habt, ihr könnt ja mit uns reden. Also wir sind Problemlöser. Seit Domian noch auf R gegangen ist. Ja, also ich stelle wir beide, ne? Also wieso sollten wir uns das nicht teilen? Dann hätten wir auch noch dieses Schlafproblem nicht. Das finde ich ganz gut. Man kann mal eine Nacht machst du die Sendung, nächste Nacht mache ich die Sendung, dann. Ich unterhalte mich auch gerne über Hacke, Peter. Ich wollte sagen, kannst du dich über Leute bei dir auswählen, die sich in fleischlichen Gelüsten oder so. Richtig, und andere. Mit schwierigeren Problemen, also wir sind Kummer gewohnt, so ist das Leben. Ist okay. Bis dann, gehabt euch wohl. Haut rein. Du hast auch Star Wars. Guck mal.